Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute mit dem VW Samba Bus, dem VW Typ 2. Wir haben hier Heckmotor, Heckantrieb, 1,2 Liter Motor mit 25 Kilowatt Leistung. Das dürften, boah, mal 1,36 PS dann sein, also irgendwas rund um die 40. 80 Newtonmeter Drehmoment und 1100 Kilo Leergewicht. Das werden wir natürlich jetzt alles ein bisschen trimmen und gucken mal, wo dieses Auto performance-technisch noch hinkommt. 116 Leistungspunkte zum Start und wir können einen Engine-Swap machen. Welcher Motor passt denn hier rein? Oh, ein 4-Zylinder Boxer-Motor. Okay. Okay, 3,6 Liter. Oh mein Gott. 190 Kilowatt direkt. Und er wiegt nur 20 Kilo mehr. Das Leistungsgewicht ändert sich von 32 Kilo pro Kilowatt zu 4 Kilo pro Kilowatt. Ja. Machen wir mal. Das ist aber auch einfach so eine geile Animation, ne? Alright. Ja, wir haben direkt schon mal die Leistung des Autos, was für 25 auf 190, das ist mal 8 fast. Versiebenfacht, ungefähr versiebeneinhalbfacht. Es gibt leider keine Aero-Teile hier, die man dran packen kann. Aber wir können Abschlepphaken dran machen. Brauchen wir nicht, dieses Auto wird nie abgeschleppt werden, weil das ist richtig, richtig geil. Und, okay, ich möchte nur ganz kurz, ich glaube, ich werde bei den Originalfelgen bleiben. Aber ich möchte mal ganz kurz sehen, wie siehst du denn aus, wenn man dir zum Beispiel 19 Zoll Felgen draufschnallt? Boah, ich muss aber ehrlich gestehen, irgendwie hätte ich Bock. Also, ich hab schon Bock. Warte mal. Was können wir hier an Reifen, an Felgen machen? Das steht ihm doch sehr, sehr gut. Also ich finde, ehrlich gesagt, die Felgen stehen ihm gut. Bei American Racing merken wir uns. Gibt es hier irgendwas, was ihm pauschal ganz gut stehen würde? Nee. Oh ja, das ist auch cool. Alter, oh Mann. Ja, der Grund, warum ich diese Felgen halt unbedingt möchte, ist, weil wir den natürlich ja auch nochmal von der Höhe her anpassen werden. Ja, und dann sieht das Auto nochmal ein bisschen fresher aus. So, ganz kurz, was haben wir hier noch alles? Boah, das ist echt alles sehr, 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 sehr viel gerade. Das könnte ihm auch stehen. Ja, vielleicht in weiß. So weiß sieht das jetzt gerade nicht aus, to be honest. Ey, ganz ehrlich, ich nehme die American Racing Felgen. Let's go. Wir machen 19 Zoll Felgen drauf. Breit. Einpresstiefe. Breit. Let's go. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, ey. Ja, wir haben jetzt schon übrigens nicht mehr nur 116 Leistungspunkte, sondern vielleicht sparen wir mit den Felgen sogar noch ein bisschen Gewicht, falls das in Gran Turismo tatsächlich irgendwie auch einen Unterschied macht. Wir haben jetzt 403 Leistungspunkte. Ich glaube, gerade eben hatten wir einen Ticken mehr. Ja, ist natürlich schon mal eine Menge. Aber es geht natürlich noch weiter. Wir haben jetzt... Andererseits, ich überlege gerade, wollen wir den mal so testen, bevor wir dann komplett Ride gehen? Komm, testen wir ihn mal so und gucken mal. Komm, für den brauche ich... Weil der hat einen Boxermotor jetzt drin. Moment! Oh Gott, oh Gott. Wo haben wir hier Sunday Cup mit 400 Pünktchen irgendwo? Europäischer Sunday Cup 400. So, sind wir zwar schon mal gefahren, aber... Oh, Sunday Cup Classic kann man auch machen. Ja, let's go. Zwei Runden. Brands Hatch in die Variante. Ich ziehe mir doch nochmal Handschuhe an. Den vielleicht nicht schlecht. So, weil so oft gefragt wird, wobei häufig kommt nicht eine Frage, sondern dann machen sich Leute direkt lustig, wofür braucht man denn bitte Handschuhe beim Sim Racing? Also, Punkt 1, man rutscht nicht ab. Nicht so leicht. Die Wahrscheinlichkeit. Momentchen, ganz kurz. Weiter geht's. Oh mein Gott. Also, man rutscht nicht so leicht vom Lenkrad ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass man Blasen an den Händen bekommt, ist auch nicht so unglaublich hoch. Außerdem schwitzt man beim Simracing durchaus. Da ist es ein bisschen geiler, wenn der ganze Sipsch irgendwo aufgefangen wird und nicht vom Lenkrad eingesogen wird. Ich glaube, das ist in Summe ein bisschen hygienischer. Handschuhe, auch wenn es manche Leute im Simracing nicht machen, kann man ja dann letztendlich auch waschen. Und ja, letztendlich ist das dann
so ein bisschen die Herleitung. Warum Handschuhe bei Simracing? Es ist nicht, weil man sich cooler fühlt, sondern... Gott. Sondern da stecken auch tatsächlich Nutzen dahinter. Okay, der vierte Gang ist recht lang übersetzt tatsächlich. Aber ansonsten muss ich sagen, Auto... Gut, ich bin noch nicht ans Limit gegangen. Noch nicht beim Ansatz. Auto ist beim Anbremsen ein bisschen unruhig. Er hat schon halt natürlich sehr viel Gewicht hinten. Mal kurz gucken. Nice. Ich möchte aber mal so, ohne beim Bremsen quer zu stehen, mal testen, wie das Auto beim Rausbeschleunigen ist, wenn du so richtig schön einfach draufstempelst, während sich mein Hund gerade von der Fliege jagen lässt. Ja, da ist er halt super stabil, ne? Da ist er super, super stabil, weil klar, Gewicht hinten, alles easy. Ja. Also, nett. Kann man mal machen. Er sieht jetzt schon ziemlich wild aus. Er wird aber natürlich noch ein bisschen heftiger jetzt werden. So, fehlerfreies Rennen. Und, jetzt wird getuned. Jetzt wird richtig getuned. Klar, Engine Swap, geil, cool, alles hin und her. Aber jetzt geht's richtig ab. So, werte Damen und Herren, Tuning Shop. Was machen wir jetzt? Also, Kolbenhub hoch, let's go. Wait. Stand vorhin da nicht, dass es ein Vierzylinder-Boxer ist? Ich war auch ein bisschen erstmal verwirrt, aber... Ist doch der Sechszylinder. Wahrscheinlich seid ihr jetzt auch dann maximal verwirrt gewesen, warum ich dann Vierzylinder gesagt habe. Irgendwo stand da doch Vierzylinder. Da habe ich mich wahrscheinlich irgendwo vertan. So, natürlich Lachgas braucht so ein Auto auch. Immer. Immer. 444 Leistungspunkte. Let's go. Ein Luftfilter. Safe. Ein Auspufftopf. Bam. Ja, mittlerweile fast 500 Leistungspunkte. Werden Bremsbeläge. Auch wenn sie einen Ticken langsamer machen. Wie ist eigentlich die Gewichtsverteilung jetzt? Sieht man noch nicht. Voll anpassbares Renngetriebe, selbstverständlich. Weiche Rennreifen. Oh Gott. Oh mein Gott, dieses Auto hat über 600 Leistungspunkte. Das kannst du doch nicht ernst meinen, Alter. Boah, das kann kein Mensch auf diesem Planeten ernst meinen. 355 Kilowatt Leistung, was passiert hier gerade? Bro, also... Eieiei. Okay. Ja, 4 Liter ist noch ein bisschen besser als 3,6, was wir standardmäßig hatten. 665 Leistungspunkte. Und es geht noch weiter. Denn wir haben jetzt natürlich noch die Gewichtsreduktion von 1115. 20 Kilo durch den Motor dazugekommen. Kommen wir jetzt runter auf 1027. Auf unter 1000 kommen wir safe auch noch. 961. Und jetzt, werte Damen und Herren, sind wir bei 917 Kilo. Boah. Alter. 682 Leistungspunkte? Sei eigentlich des Wahnsinns? Ey, ich hoffe, dass der auch nur halbwegs kontrollierbar ist. So, wo gehen wir jetzt mal hin? Zack, irgendwo mit 700 Punkten. Da, Deep Forest. Gehen wir auf den Red Bull Ring. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter, das... Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird doch zu verrückt jetzt wieder. Ja, schauen wir mal. Ich darf sogar Lachgas nutzen, das ist ja nett. Okay, Curbs hebeln ihn ein bisschen aus.
Okay, ganz kurz. Fahrzeugeinstellung. Ah, das ist sogar ziemlich genau 50-50, also relativ da dran. Wir müssen ihn eigentlich doch tiefer legen, oder? Dann sieht er cooler aus. Let's go. Ändert tatsächlich nichts an der Performance. Interessant. Das Getriebe. Ja, warte. 130? Was? Hat diese Zahl in irgendeiner Form eine Aussagekraft? Weil wir fahren im zweiten 130. Du Schreck. Oh mein Gott, der schwankt. Ah! Los! Oh mein Gott! Oh Gott! Mission Tieferlegung ist gescheitert! Ach du Schreck! Oh mein Gott, ey! Eine Seite hinzufügen! Ganz normale Seite! Let's go! Hä? Warum? Wait! So, Komfort hart. Das ist ja... Hä? 382 und 400, merke ich mir jetzt mal. Hatte der das auch hier standardmäßig? Machen wir es mal so, weil ich glaube, dass auch die erste Tieferlegung ein bisschen zu viel für ihn war. Eieieiei. Oh mein Gott. Hoffen wir mal, dass er jetzt vernünftig auf der Strecke liegt. Jetzt weiß ich aber auch grob, wie sich so Sprinterfahrer auf der Autobahn fühlen. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, dass der jetzt Curbs ein bisschen besser schlucken kann. Das könnte aber auch gerade ein falscher Ersteindruck gewesen sein. Oh mein Gott. Ah! Mein Gott. Ah! Okay, es war ein falscher Eindruck, der gerade entstanden ist. Ja, aber kennt ihr das auch auf der Autobahn? Es gibt bei Sprinterfahrern nichts zwischen 100 und 160. Entweder die fahren komplett normal auf der rechten Spur, manchmal halt auf der mittleren dann auch mal, ja. Oder die ziehen einfach auf der linken Spur durch. Da ist auch egal, ob da jetzt gerade unlimitiert ist. Oder... ob da gerade 120 ist, oder 100... maximal erlaubt ist. Zieh einfach mit 160 durch. Dann wirst du auch gepflegt überholt. Alter. Aber ich kann mit dem aktuellen Setup nur 4 Runden am Stück fahren höchstens. Selbst wenn ich ordentlich Sprit spare. Ich mach das mal jetzt so, damit ihr auch ein bisschen den Sprit verfolgen könnt. Ich habe eh das Gefühl, der hat ein bisschen zu viel Leistung. Zumindest wenn du im dritten raus beschleunigst. Kann man vielleicht teils einfach ein bisschen untertouriger fahren. So untertourig muss man jetzt auch nicht sein. Aber wir holen tatsächlich zu Yamanaka auf, also... Performance-technisch ist er echt gut dabei. Spritsparen ist halt mit dem... super schwierig, beziehungsweise... ja, macht der Spritverbrauch, das ist halt einfach... so eine Unmöglichkeit mit dem... oh, performant gegen Gruppe 4 Autos anzutreten. Lass es nicht regnen. Das wäre super unangenehm jetzt.
Ich habe keine Inters und auch keine Wits. Die Regenwolken haben uns gerade passiert. Okay. Spritzeiz könnten wir jetzt 4 Runden schaffen. Den Rest können wir tatsächlich dann ohne großes Fuel Saving durchfahren. Indem wir 2x3 Runden fahren. ...19 Sekunden zur Spitze. Was ich halt cool finde an Gran Turismo 7 und dem Tuning darin ist, die Autos sind selten bis nie komplett unfahrbar. Das ist ja so das, was ich in Forza Horizon 5... Oh! Direkt gejinxt. Das ist ja so etwas, was ich in Forza Horizon, so sehr ich das Spiel auch wirklich liebe, oder die Spielreihe, sagen wir mal so. Das ist etwas, was ich da immer wieder kritisiere. Dass ich das Gefühl habe, ey, du kannst teilweise einfach so heavy Sachen tunen und das ist ja dann einfach ein bisschen quatschig. So. 31, 30% Sprit. Easy. Jetzt erst 25% Restsprit erreicht. Das, obwohl wir schon nach Startziel sind. Das sollte alles für die 4. Runde noch easy reichen. Ich muss halt hier bei diesem leichten Linksknick auch aufpassen, dass es mich nicht aushebelt. Sekunden glatt zur Spitze. Ja, keine Ahnung, ob wir dieses Rennen gewinnen oder nicht, aber es ist auf jeden Fall mal eine Experience mit diesem Auto. Ich will an die Box fahren! Lol, hier ist gar nicht die Linie vorher eingezeichnet oder was? Muss man da ja gar nicht ganz innen anfahren. Ah, was ist das für ein Sound? Alter! Lol, da ist doch jemand drin! God Gallop S! Ja, jetzt pushen wir einmal komplett durch. Dann gucken wir, wie viel Sprit wir verbraucht haben. Dann wissen wir, wie viel wir für den letzten Stint auch brauchen. Wait, habe ich nicht. Rennreifen? Warum sind die noch immer noch so ein bisschen leicht? Seht ihr da die Textur da drauf? Nur noch leicht geriffelt. Hat er dann vielleicht nicht ganz die Eigenschaften eines Slicks? Also könnte ich vielleicht sogar im Regen mit dem halbwegs mithalten noch? Lopez ist da schon an die Box gefahren. Er musste viel weniger nachtanken oder was? Oder er hat keine Reifen gewechselt. Let's go! Jetzt lassen wir den Koffer mal fliegen. Frage ist natürlich auch, sollte ich jetzt einen Reifenwechsel... Oh! Für den letzten Stint machen oder nicht? Boah, da wollte das Auto gerade einknicken. Habe ich nicht zugelassen. Man sieht das aber auch so schön, wie der hin und her schwankt.
Also wenn ich sage, der wollte gerade einknicken, wisst ihr ganz genau, was da gerade gemeint war. Die Tür hat sich 9 zur Spitze. Ja, was natürlich hier in Gran Turismo 7 ein bisschen schwierig ist mit dem, ist die Gran Turismo 7 eigenen Red Bull Ring Track Limits auszunutzen. Weil du darfst ja richtig viel hier auch Curb mit dem und auch mal neben der Strecke sein und sowas. Das hebelt ihn hier aber ein bisschen aus. Sechs zur Spitze. Da ist er wieder kurz ausgebrochen. Sekunden zur Spitze. 11 Sekunden zu Yamanaka, der ja gerade an die Box gefahren ist. 32,9 gefahren gerade. Also unabhängig davon, ob wir das jetzt gewinnen können oder nicht, wir pushen jetzt einfach mal. Natürlich, wie gesagt, die Frage, sollten wir nochmal komplett Reifen nehmen oder nicht? Nehmen wir mit. Okay, wir haben noch 13%, das heißt bei 87% dürften wir ziemlich safe sein. Kurz bei E-Mail checken. Ey, es gibt wirklich so Unternehmen, die schreiben dir 800 Mal. Die schreiben alle 2 Wochen oder so mal oder vielleicht mal jede Woche einmal und die erhoffen sich, dass du dann aber auch wirklich auf sie eingehst irgendwann nochmal. Und das verstehe ich halt manchmal einfach nicht. So, keine Ahnung. Das Lustigste ist, dass dann auch so Unternehmen so, hey, wir sind irgendwie ein Netzwerk, wir sind international aufgestellt, wir würden dich gern dabei haben. So eine komplette Standard-E-Mail, wo ich mir denke so, ey, die setze ich dir in 2 Sekunden auf und es ist nichts, was inhaltlich für mich da hervorgeht. Das ist so, hä? Fängt es an zu regnen. Ich habe gerade sogar lustigerweise gedacht, ey,
Was, wenn ich den letzten Stint einfach auf Inters fahren würde? Vorausgesetzt, ich hätte welche. Aber es sah halt schon so aus. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich mir jetzt auf die Schulter klopfen will, dass ich irgendwie Nostradamus bin. Sondern mir geht es schon darum, dass ich gerade hier die Wolken gesehen habe und mir dachte, hm. Letzter Stint Inters, lol. Oh mein Gott! Genau, erster Gang. Noch haben wir hier keinen Regen. Aber Regenverkehr. Sag mal, was ist mit dir falsch? Bishop, Healy. 28 Sekunden zur Spitze. Oh, da ist ein Regentropfen, oder? Nee, das ist eine Spiegelung. Oh ne, das ist ein Regentropfen, glaube ich. Oh ja. P11. Oh, da gehen Leute rein. Das könnte ein Top... 10 Platz safe werden. Ich habe keinen Lachgas mehr. Oh, das könnte ein Podium werden. Also Yamanaka ist viel zu weit weg. Aber das ist P3. Oh, Kokobun ist auch nicht unendlich weit weg. Sekunden. 1,5, 1,3. Guck mal, wie viel später er bremst. Eieiei. Obwohl mein Auto das mit Abstand leichteste hier sein dürfte, oder? Tja. P2. Kommen wir doch auf unter 20 Sekunden Abstand. Ich habe keinen Sprit. Ich habe gar keinen Sprit. Schieb mich an. Podium. Podium. Oh mein Gott. Alter! Ey, dieses Auto. Ja, es läuft. 69.000. Nur dafür habe ich das gemacht, Leute. Ah, und die Antwort auf alle Fragen, 42. Haben wir auch als Kilometer zumindest hier gehabt. Leute, wenn es euch Spaß gemacht hat, lasst gerne auch noch oben, da gerne ein Abo raus, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Gerne eure Tipps. Welches Auto soll ich noch testen? Welches Auto sollen wir in Gran Turismo 7 mal maximal hochpimpen? Schreibt gerne in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Bis demnächst und tschüss.